Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die sogenannte erste binomische Formel. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, wie man die Klammer auflöst. Das heißt, wir haben ein solches Anfangsmaterial und wir werden anhand dieses Beispiels hier besprechen, wie wir die ausgeklammerte Variante erstellen können. Ich habe mir für dieses Video auch noch ein zweites Beispiel überlegt, das natürlich dann ein bisschen schwerer ist, sodass du auf jeden Fall dranbleiben solltest. Und hier noch ein kleiner Tipp vorweg, du musst dir die ganzen Dinge, die ich hier erkläre, nicht merken. Du kannst im Anschluss an dieses Video einfach auf den Einfach-Mathe-Blog gehen. Den Link poste ich dir in den weiteren Informationen. Dort findest du das Ganze nochmal zum Nachlesen. Und natürlich nicht nur zur ersten binomischen Formel, sondern auch zur zweiten binomischen Formel, zur dritten binomischen Formel. Auch noch den ganzen Schritt rückwärts, das heißt das Faktorisieren. Doch hier würde ich mich an deiner Stelle einfach nur auf diese Erklärung konzentrieren. Also, wie funktioniert die ganze Sache? Die erste binomische Formel erkennst du in der Klammervariante übrigens darin, dass du einen Ausdruck hast wie Klammer auf, irgendwas plus irgendwas, Klammer zu hoch 2. Bei diesem Beispiel ist das x sicherlich das a, denn das, was vor dem Pluszeichen steht, ist das erste und das a. Was danach kommt, ist das b. Und unsere erste Aufgabe besteht darin, dass wir erst einmal genau diese Formel, die du hier siehst, anwenden. Wie ist das Ganze aufgebaut? Du siehst hier erst einmal a². In unserem Beispiel ist das a das x. Also bedeutet das nichts anderes, dass du das erste, in dem Fall also das x, mit sich selber multiplizieren sollst, das heißt also quadrieren sollst. Ja, hoch 2 ist natürlich x hoch 2. Diese Formel geht jetzt weiter mit plus 2 mal und das ist immer so bei der ersten binomischen Formel, das kannst du dir gerne notieren. Jetzt kommt das a, in unserem Fall also das x, also mal x. Da geht die Formel weiter mit mal b, in unserem Fall also mal 4. Ja, dann sehen wir hier wieder ein Pluszeichen und jetzt steht hier b². Wenn unser b die 4 ist, sind wir hier also bei 4 zum Quadrat. Nachdem du das Ganze jetzt eingesetzt hast, musst du natürlich diesen Ausdruck vereinfachen. Ja, an x² können wir gar nichts vereinfachen. Das heißt, ich übernehme x² und für den mittleren Teil, und das würde ich eigentlich immer machen, entweder überspringst du diesen Schritt komplett und erledigst ihn im Kopf, oder aber du sortierst erst einmal die Reihenzahlen nach vorne. Ich notiere also jetzt plus 2 mal 4 mal x. Denn hier haben wir eine Malrechnung und in der Malrechnung oder in einer Multiplikation darfst du die Faktoren hin und her tauschen. Ja, und den hinteren Teil, den würde ich jetzt ausrechnen. Denk dran, 4 hoch 2 steht für 4 mal 4. Das heißt, die Basis mit sich selber mal nehmen und 4 mal 4 ist natürlich 16. Also plus 16. Wir können noch einen Schritt weiter gehen, denn auch den mittleren Teil, den können wir noch vereinfachen. An x² können wir nichts mehr vereinfachen. An der plus 16 auch nicht, aber hier siehst du zwei Zahlen in einer Multiplikation, das heißt, das können wir ausrechnen, 2 mal 4 ist natürlich 8 und das x, das fällt nicht weg, also 8x insgesamt. Die ausgeklammerte Variante von den Klammern x plus 4 hoch 2 ist dann dementsprechend x² plus 8x plus 16. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das etwas schwierigere Beispiel an. Ja, als schwierigeres Beispiel habe ich mir diesen Aufbau hier überlegt. Du siehst dort nicht nur eine Variable, sondern direkt zwei und vor den Variablen stehen sogar noch Zahlen. Die Formel allerdings, die ändert sich nicht. Das heißt, du hast immer noch etwas mit einem Pluszeichen in Klammern getrennt und ein hoch 2. Und auch hier gilt wieder den ersten Schritt. Wir müssen das Ganze erst einmal in diesen Rohbau einsetzen. Denk dran, das was vor dem Pluszeichen ist, das kannst du dir auch gerne beschriften. Das ist immer das a, also einmal, das ist das a und das, was nach dem Pluszeichen folgt, das ist das b. In dem Fall ist also a gleich 2x und b gleich 4y. Und wie du jetzt siehst, besteht unsere erste Aufgabe darin, das a zu quadrieren, das heißt mit sich selber zu multiplizieren. Und jetzt ein wichtiger Hinweis. Wenn du nicht nur eine Variable hast, sondern eine Zahl und eine Variable, denn a ist ja 2x, dann musst du dieser Ausdruck unbedingt in Klammern. Ich notiere also Klammer auf, 2x, Klammer zu, hoch 2. Damit haben wir auch schon den ersten Teil gebildet und wir gehen weiter. Die Formel geht weiter mit plus 2 mal. Jetzt kommt wieder das a, also 2x. Du siehst, die Klammer muss man tatsächlich nur bei den quadrierten Paketen sozusagen setzen. Und noch einen Schritt weiter, jetzt kommt das b, in unserem Fall also 4y, also mal 4y dahinter. Ja, und jetzt wieder ein Plus. Und jetzt siehst du wieder irgendwas hoch 2. Wir schauen uns das irgendwas an. Es ist in diesem Fall 4y, das heißt wieder
Zahl und Variable. Also auch hier wieder eine Klammer drum. Also 4y in Klammern hoch 2. Wie du siehst, haben wir jetzt hier um 2x und um 4y die Klammern gesetzt. Und auch hier gilt wieder, dass wir das Ganze zunächst einmal vereinfachen müssen. Das heißt, unsere erste Aufgabe ist es jetzt in Klammern 2x hoch 2 aufzulösen. Und das würde ich mit dir ganz gerne in einer Nebenrechnung machen. Also wir notieren uns in Klammern 2x hoch 2 und werden jetzt diese Klammer auflösen. Als erste Erkenntnis, wenn hier kein Rechenzeichen zwischen der Zahl und der Variable steht, ist dort immer eine Malrechnung. Das heißt, wir sind bei 2 mal x in Klammern hoch 2. Und dieses hoch 2 bedeutet ja nichts anderes als das, was da drunter steht. Hier also 2x musst du mit sich selber mal rechnen. Wir rechnen also 2 mal x und das Ganze dann nochmal mal 2 mal x. Und auch hier gilt wieder Zahlen nach vorne tauschen, das heißt 2 mal 2 und die Variablen dahinter, also x mal x. Und jetzt können wir sicherlich die Zahlen verrechnen, also 2 mal 2 ist natürlich 4 und die Variablen verrechnen, da beide Variablen in x sind. X mal x ist nämlich x Quadrat. Ja, und dann gerne nochmal ohne einen Malpunkt dahingeschrieben, da sind wir dann bei 4x Quadrat. Also, erste Klammer haben wir aufgelöst, hier sind wir dann insgesamt bei 4x². Für den mittleren Teil würde ich jetzt wieder alle Zahlen nach vorne sortieren. Auch hier gilt wieder kein Rechenzeichen dazwischen, also sind hier Malrechnungen. Also sind wir hier bei 2 mal 2 mal 4 und die Variablen, die würde ich alphabetisch ordnen, also mal x mal y. Ja, und jetzt haben wir hier wieder einen Ausdruck in einer Klammer und die Klammer müssen wir auflösen, also 4y hoch 2. Auch hier gilt wieder kein Rechenzeichen in der Mitte, also Malrechnung. Rechnung ist dann also 4 mal y mal 4 mal y. Und kurz sortiert, da sind wir also bei 4 mal 4 mal y mal y. Ja, jetzt können wir wieder die Zahlen zusammenrechnen. 4 mal 4 ist sicherlich 16 mal y ist y hoch 2. Das Ganze nochmal ohne ein Malzeichen, also sind wir hier bei 16y hoch 2. Ja, Klammer aufgelöst ist also 16y hoch 2. Andere Bezeichnung dafür ist übrigens dann 16y zum Quadrat. Im letzten Schritt kümmern wir uns jetzt hier wieder um den Ausdruck in der Mitte. Das heißt, wir übernehmen die 4x Quadrat und hier ist die Rechnung 2 mal 2 mal 4. Ja, 2 mal 2 sind 4 und das Ganze nochmal mal 4, da sind wir dann also bei 16. Und ja, die Malpunkte hier können wir natürlich weglassen. Hier sind wir dann also beim mittleren Teil bei 16xy und das hintere fällt natürlich nicht weg. Also plus 16y hoch 2. Das ist dann die ausgeklammerte Variante von dieser binomischen Formel. Ja, das war auch schon die Rechnung für dieses Video. Ich hoffe natürlich, dass du etwas mitnehmen konntest, sprich etwas lernen konntest. Wenn du selber übrigens noch Videowünsche hast, dann schreib mir die doch einfach gerne hier in die Kommentare. Denn gerade die Videowünsche, die schreibe ich mir immer gerne in ein Extraheft. Dann weiß ich ganz genau, zu welchen Themen ich noch weitere Videos drehen soll bzw. darf. Und wenn du mir einen Gefallen tun wollen würdest, dann teile doch einfach mal ganz gerne dieses Video mit deinen Freunden. Gib einen Daumen und vergiss nicht zu abonnieren und aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, sobald ein neues Video erscheinen wird. Und ich hoffe, dass du dann auch wieder mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir wie immer viel Erfolg beim Lernen. Und eine Sache steht immer fest, deine Mathe-Note hängt eben nicht vom Zufall ab.